kämpfende Ritter Mann gegen Mann mit gleichen Waffen. Zur Zeit der letzten Ritter vor rund 500 Jahren war der Zweikampf fester Bestandteil jedes ritterlichen Turniers. In der Sonderausstellung Ritter, Tod, Teufel, Franz von Sickingen und die Reformation zeigt das Landesmuseum Mainz spektakuläre Rüstungen und Handwaffen aus dem 16. Jahrhundert. Ein weiteres Highlight ist das lebensgroße historische Pferd aus dem 19. Jahrhundert, geschnitzt aus massivem Holz. Das rund 200 Jahre alte Prunkstück musste im Vorfeld der Ausstellung aufwendig restauriert werden. Restaurator Hans-Peter Schnellbecher hatte alle Hände voll zu tun. Die Belederung war stark beschädigt, das Metall des Pferdegeschirrs von Rost befallen. Ritter, Tod, Teufel, eine Reise in die Zeit der letzten Ritter. Vom 21. Mai bis zum 25. Oktober im Landesmuseum Mainz.